Kann man nicht erkennen, doch links steht's. Moin erstmal. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Ich möchte mir jetzt anschauen, Ballrum. Habe ich mir bei GOG zugelegt. Ist im Moment im Angebot. Im Moment heißt 19.01.2021. Kostet 3 Euro noch was reduziert. Und da habe ich mir gedacht, wie kannst du es angucken? Die Beschreibung klang vielversprechend und es gibt auch eine deutsche Übersetzung dafür, wie ihr ja schon mal sehen könnt an den Optionen. Die stellt man ganz unten rechts rein. Die wird sogar, meine ich, von GOG mitgeliefert. Steht nur nicht dabei. Ne? So, dann wollen wir mal ein neues Spiel anfangen und mal gucken, was das überhaupt für ein Spiel ist. Aha. So. Mein Platz in der Gemeinschaft finden. Die Leute sagen, von schmutzigen Welt zu der Ballrum, die vergessen haben, dass der Ort, den ich jetzt einzeln in Ort war, erschrecken wollte. Wenn ich Opa nach der Vergangenheit frage, ändert er das Thema. Eine Sache ist sicher, etwas Schreckliches ist passiert. Vielleicht werde ich eines Tages die Wahrheit herausfinden. So, ich weiß, dass Opa in jungen Jahren der Lehrling eines Zauberers war. Aha. Aber er benutzt nur noch selten. So, Ida auf der Farm, in den Wäldern zu lagern, mit Ada zu kochen. Da will ich lieber in den Wäldern. Ach so, das ist Landwirtschaft. Mit jeder Ausbaustufe dieser Fertigkeit können Sie mir Felder bewirtschaften. Auf Stufe 1 Schwein- und Hühnerstall. Auf Stufe 2 Stelle 4 Spinnen. Der Spinne. Und Stufe 3 Rinderstelle. So, und hier. Jede Stufe gewährt Ihnen 10% Chance, dem Tod von der Schippe zu springen. Auf Stufe 3. Ein stabileres Zelt zu bauen, welches einen größeren Stauraum produziert, einen höheren Bonus nach dem Sklavenhalten. Jeder Stufe erhöht die Menge der Gesundheit. Außerdem verringert sich dadurch die Wahrscheinlichkeit eines Knochenbruchs. Jede Stufe gibt Ihnen nach dem Sklaven mehr Energie zurück. Stufe 3. Aha. Können schädliche Auswirkungen nach dem Schlafen nachlassen. Aha. Leuchtradius ihrer Fackel und ihre Durst, Hunger und Müdigkeit nehmen langsamer zu. Und Ada kochen, kochen eigene Rezepte in einem Kessel. Mit jeder Stufe. Ja, ich glaube, dann nehme ich mal das hier. So, ich Magie, Zaubersprüche von Lehrmeistern zu lernen. Jeder Ausführung. Keine Chance, perfekten Zauber ohne den Verbrauch von Energie. Wir können nur 2 Hauptfertigkeiten erlernen. Also eine. Und will ich nach Schwerkampf? Erlaubt Ihnen spezielle Nahkampftechniken. Mhm. Fehlschläge und Chance auf Treffer. Jede Stufe. So, und Bogenschießen. Eine spezielle Giftpfeile. Oh. Und Feuerpfeile. Außerdem erhöht sich der Schadensbonus von ihrer Schildkröte. Jede Stufe wird Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Patzer verringern. Also, ich kann jetzt noch eine dazu lernen, wenn ich das richtig sehe, ne? Nehmen wir mal Schwertkampf, glaube ich, oder? Da muss ich ja, ja. Oh ne, dann geht's nur hier. Dann muss ich da bleiben. So. Aaron beim Abbau schmelzen. Erze. Mhm. Spitzhacke herstellen. Eisen- und Silbererz. Golderz. Stahl. Gut. Okay. Beim Tränkebrauen, Alchemie, können Sie Ihre eigenen Tränke weitere Pflanzen und so weiter. Und beim Jagen. Dann nehme ich mal die Alchemie dazu. Acht Attributpunkte kann ich noch dazu machen. Lebenskraft, Stärke. Guck mal, was habe ich denn? Angriff. Feuerball, Stufe 1, Dämmerung.
Schatten. Verflucht das Ziel. Rechtsklick auf den Gegner. Betäuben. Physisch. Haustierheilstufe 1. Das ist auch gut. Zusätzliche Versorgung. Und Taler. Kleiner Heiltrunk. Ei eines Phönix. Regeneriert also was. So, Albtraumbeeren. Für bestimmte Zaubersprüche. Magischer Samen. Also die soll man aufziehen. Es wird eine Hacke benötigt. Und sie muss neben dem Feld stehen, das man verwenden möchte. Geschwindigkeitstrank. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Zusätzliche Gegenring. Das sieht aber nicht so aus, als wenn ich den habe, oder? Na, mal gucken. Ring der Panik. 7% Ausfangsschwert, 130 Taler. Blutegelring. 5% der Gesundheit des Feindes. Stapelbar. Aha. Auch 1 steht da immer nur, ne? 1, 1, 1. Raptorenring. Kritische. Gottesanbeterin-Ring. Magische Energie. Und Phönix-Ring. Ihr Haustier ohne ein Ei wieder zu beleben. Wenn ihr Haustier durch die Mache bringt. So. Na, da wollen wir mal gucken. Was bietet mir denn die Lebenskraft? Gesundheit? Stärke, Nahkampfschaden beim Schwerkampf. Gesamtrüstung wird auch erhöht. Geschick, Nahkampftrefferschande. Und zu Beginn erhöht Gesamtenergie. So, nehmen wir da doch schon mal ein. Warum geht das nicht? Attributpunkte. Achso, Minus geht nicht. Ich habe ja falsch geklickt, oder bin ich das Licht? So, was haben wir denn jetzt? 0,25. Kritischen Zauber. Also da kommen wir Zauber und Weisheit. Zauberschaden erhöhen. So, machen wir das schon mal. Dann brauchen wir Lebenskraft. Machen wir Stärke, Nahkampfschaden beim Schwerkampf und Geschicklichkeit, Trefferschance. Also da müssen wir hier und hier jeweils ein. So, jetzt haben wir alle vergeben. Und vorn beginnen? Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt fortsetzen. Wähle eine zusätzliche Versorgung. Kochen. Ne, da geht das wieder weg hier. Das verstehe ich jetzt nicht. Fortsetzen geht nicht. WLAN zusätzliche Versorgung. Ne, da geht das wieder raus. Ach so, hier nochmal. Zimmerhandwerk. Aha. Überleben. Ne, das ist nur die Beschreibung, die ich da oben genommen habe, meine ich, ne? Kann ich auch nur einen Punkt wählen. Ach hier, da, das ist die zusätzliche Wirkung, bin ich durch. Auf den Talern ist das Schild. Kleiner Heiltrank. Eine Mitte zu 100, ne? Damit kann ich mir das auch alles kaufen. Gut, das sind zwei. Das sind? Oh, das sind dann ja mehr. Das sind ja dann, hier kriege ich nur 100. Hier kriege ich fast, ja, kriege ich 200.
26 Taler, 3 Albtraumbeeren. Regeneriert magische Energie, kombinierbar. Regeneriert, magischer Samen. 2 und hiervon habe ich 3 und davon nur 3. Ei des Phönix. Den nehmen wir das mal jetzt. So, jetzt können wir fortsetzen. Ah ja, gut. Ja, muss man ja alles lernen, ne? Jedes Spiel läuft anders. So, Anfänger, Hunger und Durst nimmt mit einer geringeren Geschwindigkeit zu, Feinde haben weniger Gesundheit und fügen weniger Schaden zu. Gut, das machen wir zu Anfang mal so. Wenn wir dann irgendwann gut sind, dann, ne? Dann, so, mit Auswahl wirst du langsamer, hungrig und durstig. Ja, das machen wir doppelt jetzt, ne? Weil ich hasse das, wenn ich nur wegen Essen den ganzen Tag nur rumsuchen muss. Da macht mir das schon nicht mehr so viel Spaß. Vielleicht geht es anderen ja ähnlich. Vor hunderten von Jahren. Ich konnte meine Brüder nicht finden. Die Magierzunft muss etwas herausgefunden haben. Oh, die Zerstörung der Überreste übersteigt unsere Macht. Dann haben wir keine Wahl. Wir müssen sie verstecken. Es regnet so stark, als wir mit Fox von der Jagd zurücklaufen. Ich habe ein seltsames Gesehen, dass Fox irgendwie Trennungs am Rande rieche ich Rauch und sehe Licht durch den Waldschein. Etwas Schlimmes muss passiert sein. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um zu gehen, oder benutzen Sie folgende Tasten, BASD, bla bla bla. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Ziel. Durch Drücken von 2 Richtungstasten zur gleichen Zeit wird diagonale Bewegung. Ah ja. Um eine Runde auszurunden, sind das spät, oder klicken Sie auf den runden Knopf auf der äußersten linken Seite der Schnellzugriffsleiste. Wenn wir erstmal gucken, das dürfte die Schnellzugriffsleiste sein und das ist nächste, ach so, vorherige Schnellzugriffsleiste. Okay. Dann ist das ja, aha, das ist der Aussetzer hier, da steht, ist nur nichts drin, aber das sieht man, wenn man mit der Maus da reingeht. Könnt ihr das alles sehen? Ist sehr klein. Das mag aber daran liegen, dass ich das jetzt künstlich gespreizt habe. Das ist im Fenster. Ihr seht es nicht, aber hier oben habe ich einen Doppelklick drauf gemacht. Ne, weil sonst ist das Ganze mir viel zu klein. Was ist das hier? Elektrisch geladen. Modifiziert Magieschaden. Gut. So, drücken Sie C, Charakterfenster öffnen und fahren Sie mit der Maus über Fertigkeiten, um mehr Informationen zu erhalten. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Jederzeit kann man die Tastenbelegung kann man neu konfigurieren. Wenn du an was gewöhnt bist, kannst du das hier einstellen. So, Sie finden die Info-Schaltfläche auf den meisten Tafeln in der rechten unteren Ecke. Bewegen Sie den Mauszeiger über diese für weitere Infos. Jo, wunderbar. Zeigt an, dass das Objekt verwendbar ist. Also grün, rot nicht und es ist nutzbar. Und angreifbar sind diese Art von, müssen Sie die Shift-Taste drücken und klicken. Also, wenn man das sieht, Shift-Taste. Eine Beutetasche. Oh ja, da wollen wir haben, ne? Angreifbar. Aha. Aber etwas verhindert die Aktion. Ah, rot zeigt in diesem Falle an. Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Ein Fragezeichen, dass Sie in der Lage sind, mit der Person zu sprechen. Okay. So, und nun? Ein grüner Mauszeiger zeigt an, dass mit dem Objekt darunter interagiert werden kann. In der Mauszeiger über eine Kiste und ein fast grün leuchtet, zeigt dies an, dass sich etwas in ihnen befindet. Gut. Ach, ich kann ja auch noch reinscrollen. Das ist ja schön. Das ist doch. Und das ist aber ganz hübsch gemacht, finde ich, ne? Für 3,10 € oder so kann man doch gar nicht meckern hier, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Hier ist, da ist schon mal ein Grün. 3-mal Holz und 3-mal Kiefer und Holz. Was habe ich hier liegen? Da kann ich jetzt Holz holen. Verbrannte Tür. Muss ich erstmal hier reparieren oder was? Kann ich auch jetzt... ach nee, das geht nicht. Auch nicht. Ich wollte jetzt eigentlich über die Karte wandern.
Aber es geht nur mit der Person, die ist meistens so im Mittelpunkt, so wie es aussieht. Ne? Was ist das denn hier? Jax ist ihr Haustier. Erwartet loyal jeden Tag, wenn sie eine Tierfertigkeit aus dem Tierhaus wird, diese werden nicht so anwenden. Und alle Vorsitzenden klicken Sie mit der linken Maustaste über den Taste U. Um auf das Befehl für Jax klicken Sie mit der rechten auf Jax oder klicken Sie auf den Haustierknopf am unteren rechten Rand des Bildschirms. Unteren rechten Rand des Bildschirms. Selten. Da ist Menü, Jax, da ist Jax. Ja. Intelligenz 0, Weisheit 0, wie es ist, ne? Okay. Hier kann man diese Schnellleisten noch umschalten, das haben wir eben gerade gesehen hier, nächste. Ich weiß nicht, wie man die Anti hier rankommt, aber vielleicht ist es auch nur, ne? Okay. So, was haben wir denn da drin? Wassersack? Das habe ich in meinem Inventar. Und da drin ist Belohnkern und Maissamen. So. Dann können wir doch hier gleich mal gucken, was wir hier so haben. Ne? Alchemie. Rechtsklicken, um zu sortieren. Geschwindigkeitsdrang. Ach, das war das, was wir alles gesehen haben. Waffen. Damit bin ich ausgerüstet, so wie es aussieht, und diesen habe ich auch. Gut, Schuhe, Hose, Jacke, Schild haben wir nicht. Schriftrollen haben wir. Karten. Rechtsklick zum Lesen. Finsterwald. Okay, das haben wir also auch. Werkstoffe, Rechtsklick und zu sortieren. Rehleder. Aufträge. Opas Glücksanhänger. Ja, Opa Razzi hat die Glücksanhänger ja gegeben. Ne? Manchmal hilft ihnen der Anhänger ihnen gegen ihr Ziel. Manchmal tut er etwas für sie. Stab über Rechtsklick zu benutzen. Eine Runde. Gut, ich will ja jetzt nichts hier einpacken. Mir ist noch nicht so ganz klar, was ich jetzt machen soll. Aber das finden wir bestimmt noch raus. Ne? So. Können wir die jetzt nehmen hier? Hallo, komm her hier. Schlehen. Pflückt er die jetzt oder was macht er jetzt hier? Hallo? Kann ich die nicht pflücken? Doch, jetzt. Aha. Ist leer. Okay, was haben wir hier? Stachelbeeren? Ah, hier landen die Inventar. Okay. Auftragsliste. Es ist alles betitelt mit Buchstaben. Bauen, sicherer Ort, Logbuch. Schön. Spröder Kappepill, Alchemie Stufe 3. Ah. Kann ich auch einen Baum fällen? Mal gucken, ich will erstmal hier ein paar Früchte sammeln. Jetzt ist der Baum weg. Wie kriege ich denn? Zwei Stein.
Aha, da habe ich auch was. Eisenerz und zwei Steine. Und ach, das ist jetzt. Gut, dann gehen wir erstmal sammeln, ne? Zwei Steine, Eisenerz. Was ist das hier? Aha, zwei Holz. Mehr kann man da nicht von abhauen. Schmutzstapel. Schlehen. Okay, die wollen wir ja nehmen hier, komm. Aha, nehmen wir noch eine mit, da braucht man immer zwei von, das ist doch eine ganz klare Sache. Jawohl, Lebenskraut, Samen, habe ich auch schon. Was ist das hier? Wo ist der Baum geblieben? Ach, jetzt haben wir einen hier. Okay, wo gehen wir mal hier hin? Diese Steuerung, aber da kann man mit rechts klicken, dann geht er einmal rum. Aha. Das ist anscheinend nichts für mich. Dinge wieder mit Wasser gefüllt. Das war der Linksklick, den man da macht. Oh, was haben wir denn hier? Den können wir doch bestimmt einsammeln. Stabiler Dietrich. Aha. Super Dietrich. Wie komme ich denn zu dem? Ist das hier, dann gehen wir hier mal hin und hauen das mal klein her. Das ist großer Brocken. Nee, auch das hat nichts damit zu tun. Die Größe scheint nichts mit der Menge zu tun zu haben. Okay, war mal Brotzen. Mr. Watson, ich habe gerade Sherlock Holmes gespielt gehabt. So, jetzt habe ich ordentlich was gesammelt. Mal gucken, was man da überhaupt mit anfangen kann. Jetzt gehen wir hier mal hin. Gibt es hier noch einen Dietrich? Sack. Durch die Maustaste. Verwandeln in eine Larve Trank. Verwandelt sie in eine Larve.
Rechtsklick zum Plündern, okay. Was ist das hier? Nix. Schweinsohrpilz. Den nehmen wir den mal mit. Eingesackt. So. Nägel habe ich noch nicht. Nicht genug Material. Das ist ja schade. Wo kriege ich denn jetzt sowas her? Gehen wir hier mal hin. Mal gucken, was das ist hier. Ob ich da irgendwas... nicht für mich bestimmt zu sein. Also da mal hin. Opa, das ist Opa. Diese weißen Taschen. Ach so, da, das ist jetzt eine weiße Tasche. Knochenteilen, oh je, einfach so Fackel. Ist das ein Rezept oder was ist das? Ein seltsamer Metaller. Was heißt denn das hier oben immer? Werkstoffe. Ach, da wird immer angezeigt, wo die eingepackt werden. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Das ist immer noch nicht. Und was ist das hier? Schiene. Auch da. Und die anderen sind nur durchscheinend. Warte mal, jetzt haben wir hier Pfeile. Kann ich die da nicht draufpacken? Doch, geht. Gut dann. Braucht man nicht so viel, ne? Ach, hier sind auch so kleine Balken über die Haltbarkeit, ne? Der hier, einfache Fackel, ist schon ziemlich runter. Da habe ich auch einfache Fackel. Was ist das hier? Dämmungsfalle für Tiere. Einfache Falle. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Pfeile. Ach, da gehen wir 64, wie das aussieht. Okay, dann haben wir ja wieder was gefunden. So, ihr eigenes Bett. Lieb vor 23 Uhr. Ach so. Mitternacht. Bis morgen. Schließe. Okay. Wer ist das denn hier? Edmund. Das ist Opi. Geschwindigkeit dran. Oh yeah, Baby. Tibrukvi, haben wir zwei jetzt. Sehr schön. Ja, man muss erstmal alles anklicken, ne? Oh, kleiner Heiltrank. Zacki-Bump.
Und einfache Flasche. Zacki bumm, jawohl. Die wird man brauchen, wenn man Alchemie nutzen will. Nein, komm hier. Hier. Dahin. So, jetzt der hier, was ist denn damit? Komme ich nicht ran, ne? Kriege ich denn jetzt Nägel? Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie ich hier was mache. Ja, das ist alles gut. Ich möchte Nägel haben. Jetzt gehen wir mal dahin und dann gucken wir mal, was das für ein Ding ist hier. Nichts für mich anscheinend. Hier ist ein Feuer. Rechte Maustaste und jetzt? Aha, das ist eine Feuerstelle. Da sind jetzt ist Holz drin. Und jetzt könnte ich hier meinen Schinken braten. Der ist Heiltrank. Lebensmittel. Rohes Rehfleisch. So, und das kann ich jetzt hier reinpacken. Brot. Das dürfte ja wohl fertig sein, ne? Apfel, Ei des Phönix. Es ist kein Holz. Es ist kein Holz drin. So, wo haben wir denn jetzt Holz? Ich habe doch Holz gesammelt. Wo ist denn Holz? Werkstoffe, da ist. Kann man das mit rechts machen? Ne, ja, nur mit links. Und jetzt kann ich die halbgares Rehfleisch. Ach, das zeigt er dann an, oder was? Gut, und dann nehmen wir die wieder raus und machen ihn wieder aus. Suppi. Und da kriegt man auch Handwerkspunkte. Okay. Und ich dachte, das hier wäre so Alchemie-Ding. Kochstelle, Rezepte. Mhm. Oder neu. Zutaten. Ich kann den Kessel nicht verwenden. Okay. Das habe ich nicht gelernt. Da muss ich mich von einem Meister noch unterrichten lassen, denke ich mal. Okay, mal gucken, was ist das hier? Kaffee und ein leeres Honigglas. Das habe ich mit Rechtsklick sortiert. Toller Tag. Im Moment laufe ich ja noch ein bisschen planlos durch die Gegend. Ne? So, jetzt möchte ich gerne wissen, wie kriege ich jetzt das Wissen, um irgendwas herzustellen. Da ist ein Imker. Das ist der böse Wald. Mhm.
Aha. Einmal Linksklick markieren und Rechtsklick. Oder nicht? Das sagt mir jetzt noch nichts. Reh. Halbgares Rehfleisch. Nee, was war das jetzt? Halt. Nochmal. So. Was war jetzt alles nehmen? Nimm alles. Ach, das ist eh. Jetzt habe ich alles genommen. Okay. Das sieht man ja an dieser Bewegung auch, dass das geht. Wieso im Kampf? Welcher Kampf denn? Mit wem kämpfe ich denn gerade? Gut. Aha. Ist der Kampf jetzt vorbei? Wenn ich den anklicke, dann ja, aber jetzt. So, Stein, Eisenerz. Da muss ich auch langsam mal schmelzen, ne? Boah, schnell weg hier. Guck mal, da habe ich aber noch mal Glück gehabt. So. Dann gehen wir mal hier hin. Jetzt kann ich wieder automatisch gehen. Dann erkunden wir jetzt mal ein bisschen die Gegend hier. Komm. Da hinten brennt was. Das könnte ein Köhler sein oder was weiß ich was. Hier, da ist doch was. Dann gehen wir da mal hin. Sag mal Hallo again. Das muss ich mir noch mal genauer angucken. Schmelze, sehr schön. Ich kann den Schmelzofen nicht verwenden. Rechtsklick zum Lesen. Aha. Oh.
dass Opa ihn nicht finden kann. Zauberbuch. Vergessene Verbrechen im Zauberbuch. Wenn man in den Tag ins Finster weilt. Aha, das ist die richtige Karte für die Gegend. Und ich scheine da ganz oben links zu sein. Okay, so, dann kommen wir raus. Das ist die Schmelze. Ich weiß nicht, wie mein Schlösser knackt. Haben wir da nicht den Dieterich? Gut, wollen wir jetzt nicht knacken. Habe ich jetzt geklaut? Das sagt er mir nicht. Minus 250 Bedrohung. Dann gehen wir da mal hin und dann nehmen wir uns die mal mit. Schmalz. Das wieder eine Feuerstelle, dann gehen wir mal hin, ob das stimmt. Ah ja, der große mein halbfertiges Reh, halbgares Rehfleisch. Na, mal gucken, ob das was wert hier. Ah ja, da unten sehe ich ja den Balken. Oh, verbranntes Rehfleisch. Das ist, da habe ich ein bisschen lange gewartet, wie es aussieht. Ja, was ist das? Hunger? Oh, das ist natürlich Schitte gewesen. Ne? Okay, dann nehmen wir das mal wieder zurück. Ach so. Jetzt kapiere ich das erst. Haben wir unsere erste Quest jetzt. Eine Map wäre gut hier jetzt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt hin muss. Da muss ich hin, da war es. Jetzt weiß ich auch, wie man sich verständigt. Okay.
Da wollen wir mit Opi mal reden, ne? Opi zu Opi. Was ist hier passiert, Opa? Geht es dir gut? Aha. Frieda und ihr kleines Mädchen werden vermisst. Die Leute haben Angst, dass sie die Nächsten sein können. Was können wir tun? Man wird die Suche nach ihnen hin. Was sagt der Adler? Also nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Kadu und Turzal wollen wir sprechen. Nimm das mal. Deine Eltern haben es mir gegeben. Ah, es wird dich an einen Platz bringen, wo dich keiner finden will. Baue dir ein Haus dort und wenn immer du findest, bitte mal junge Stelle keine Fragen. Gut, ich werde keine, aber ich werde dich nicht verlassen, Opa. Nein. Okay, was habe ich jetzt gekriegt? Sicherer Ort, Rune. Aha, ein neuer Auftrag und ein neuer Auftrag. Zwei neue Aufträge. Mhm. Schmied, Aaron. Jetzt doppelt geklickt. Mhm, und tote Horn. Jetzt haben wir den Salat. Okay, das war jetzt die Geschichte mit Opa. Jetzt gehen wir erstmal ins Inventar. Wo war das jetzt? Logbuch? Nehmen wir es noch ein Logbuch hier. Ach, das ist das Logbuch. Okay. Sicherer Ort. Bauen. Fackel. Also Fackel erlischt, wenn die Sonne aufgeht. Auftragsliste. Gut. Ein Eingang zu einer Ruine gefunden. Ich soll die zwei Stücke Rindfleisch Edmund und Winnie geben. Opa drei Stücke geben. Wie mache ich das?
Dann gehen wir mal ins Inventar. Das ist jetzt wo? Ich glaube mit I, ne? Aha. So, Opa, du kriegst jetzt mal Rebfleisch. Gebe ich Opa das? Nein. Das kann ich aber nicht mehr. Nee. Rechtsklick um zu essen, das will ich aber nicht. Wie geht ich denn denn das jetzt? Nein. So, jetzt gucke ich hier. Wie kann ich das teilen? So, linke Taste. So. Wie teile ich das? Bewege. Muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Da wollen wir mal gucken. Da wird immer die Leiste auf Logbuch, sicherer Ort. Bauen, Fackel. Auftragsliste. So, Opa, 3 Stücke des Rehfleisches geben. Wo gibt es denn hier eine Hilfe? Ich drücke mal F1. Das ist ohne Ergebnis. Okay. So, dann gehen wir mal auf Auftrag. Achso, da zeigt er gleich alles. Gut. Da kann man scrollen. Hier kann man das bewegen. Irgendwo anders hin. Okay, okay. Gehen wir mal auf Spieler. Aha. Muss ich was trinken und ich muss was essen. Lernpunkte 5 kann ich jetzt vergeben, aber wo? Also Lehrmeister besuchen. Ach, mit dem beim Lehrmeister. Aha. Da nehmen wir das. Sichtbarkeit. Erfahrungspunkte. Oh, da brauche ich aber. Also muss ich dann mal Lehrmeister suchen, wenn es wieder hell ist. So, schlafen wir bis zum Morgen. Ah ja, das ist schon besser. Dann gehen wir mal los. Wer ist das hier?
Winnie. Drücke ich mal Journal und guck mal. Edmund und Winnie, wie gebe ich denen das? Gehen wir da erstmal hin. Das habe ich ja jetzt weggegeben, das Rehfleisch, ne? Ich blöd, Mann. Stufe 1, ich muss kochen, Stufe 1. Okay, muss ich jemanden lernen, der Koch ist. Ne? Was hat er hier? Edmund. Hier noch irgendwo was anderes. Im Rucksack. Da war ein Käfer drin. Das gibt's doch nicht. Fühle ich noch essen muss. Fängt ja anscheinend der Wald an. Aha. Jetzt haben wir das. Was ist das für ein Ding hier? Gezaubert. Oh, da sind Spinnen rechts. Seht ihr sie auch?
zünde ich mal die 4. Was, was du nicht siehst, und das sieht weiß aus und hat schöne Sachen drin. Welchen Kampf denn? Wollen wir mal die 2 nehmen? Was ist das hier? Wolfsblut. Das Wolf. Wolfsheim, Fokus ausweichen. Muss ich ja 1 nehmen. Das jetzt hier? Der Kampf denn? Immer noch ein Kampf? Da ist noch eine. Spinnenauge. Schwarzes Spinnenbein und Spinnennetz, das brauchen wir alles ganz dringend für unsere Experimente. Eisenerz und Stein. Dann gehe ich da mal hin. Ne, komm, dann gehe ich hier rum. Etwas gewöhnungsbedürftige Steuerung, aber für die Tendenz mal recht gut. So. Red. Oh, da muss ich Geld bezahlen, da muss ich richtig was bezahlen. Alles rot, also kann ich das knicken.
Was habe ich denn Bier gekriegt? Na, ist auch nicht. Nichts Schlechtes. Ist das eine Schmelze? Ja. Nicht gelernt, kann ich nicht verwenden. Scheinbar. Bienchen. So, was ist das für Zeug? Stein, Eisenerz. Da gucken wir nochmal. Silbererz. Oh, sehr. Das war wieder Eisenerz. Golderz. So wie mir so eine Glückssache, oder? Eisenerz. Eisenerz. Ich habe gesagt, ich muss was trinken. Ja, gut. Woran sehe ich, wie viel er zu sich genommen hat? Hm. Schicken wir ihn da mal hin. Irgendeinen Grund muss es ja haben. Hunger, ich bin gestorben. Du stirbst. Ich bin gestorben. So, jetzt hat man die Möglichkeit, überhaupt in die zu gehen, neue Spieler zu fangen. Oder etwas neu zu laden. Da ist aber nichts, denn der Parazzi hat nichts abgespeichert. Autoladen. Aha, doch. Da ist was. Ja, gut. Also ich denke mal, dass das als Einblick ausreicht. Ein schlechtes Spiel. Schon gar nicht für so wenig Euro. Ne? Es wird dann alles erklärt. Man hat gute Tooltips. Also ich denke mal, da braucht man aber auch eine Zeit, bis man da richtig reinkommt. Auch jetzt sehe ich blöd man auch, wo hier der Hungerbalken ist. Ja, das ist hier Energie. Okay. Oh ja, gut. Also wie ihr seht, muss man denn doch ein bisschen im Spiel drin sein, um alles mitzukriegen. Ne? Ich kann jetzt mal gucken im Inventar, was ich da noch alles drin habe. Die Biene ist da nicht bei, also da habe ich... Es war vorher ein Autosave. Jo, dann danke ich fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir. Und natürlich über ein Abo erst recht. Und auch, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Ne?
Und bis das nächste Video kommt, schau dir doch einfach mal eins von den inzwischen weit über 300 Videos an, die ich auf meinem Kanal habe. Da ist bestimmt das eine oder andere Spiel dabei, was dich interessiert, was du noch nicht kennst, ne? Wo du immer schon mal wissen wolltest, wie läuft denn das. Ne? Also so geht es mir jedenfalls dann, wenn ich irgendwas habe und ich muss mich erstmal umgucken. Ne? Und die Tutorials spiele ich ja, damit ich sehe, was gibt's da für Spielmechaniken. Das sieht man nicht bei diesen Hochglanzvideos, die zum Verkauf da sind, damit jeder sagt, will ich haben. Ne? So, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.